Karriere-Highlight? Gibt's zwei, drei in meiner Karriere. Das erste, was ich habe, ist ein Meistertitel mit Breitener Schwarzer, das ist mein Heimatverein. Das war ein Highlight meiner Karriere. Das zweite Highlight meiner Karriere ist, dass mich die Admira gerufen hat, dass ich Profifußballer werden will oder kann. Und ja, sind dann noch ein paar Spiele dazugekommen, was einfach schön waren. Derby of Love waren ein paar schöne dabei. Sicher auch die Europa-Qualifikation gegen BSV Eindhoven oder in Rote Plovdiv. Cup-Finale in Salzburg war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Also das war echt super. Und ja, ich hoffe, dass trotzdem noch einige schöne Highlights noch dazukommen, weil nur einmal Master werden in einer Karriere ist ein bisschen wenig, deswegen bin ich auch da. Vorbilder. Vorbilder habe ich direkt so fußballtechnisch 2-3. Cristiano Ronaldo, einfach ein unglaublicher Tormaschine und im Fußball geht es um Tore. Obwohl jeder sagt, der Messi ist der Bessere. Ja. Summa summarum ist der Ertl Marias auch ein großes Vorbild für mich. Ja. Und so im Leben allgemein ist mein Vater ein großes Vorbild für mich, aber vom Fußballerischen her ist es einfach der Cristiano Ronaldo. Position. Position ist meine jetzt gewesen Mittelstürmer. Bin aber auch eingesetzt worden als rechter Verteidiger schon mal da bei der Wiener. Ich selber sehe mich als Vorbereiter, als rechter Mittelfeldspieler und ja, hoffe, dass ich, egal wo ich spiele, dass ich da der Mannschaft helfen kann. Rituale. Rituale habe ich eigentlich nicht so viel. Das Einzige, was ich habe, ist am Matchtag, ist, dass ich mir jedes Mal, wenn ich ein Match habe, dass ich zuerst den rechten Socken anziehe und dann den linken, dann die rechte Schienbeinschoner, dann den linken Schienbeinschoner, rechten Socken, linken Socken und auch die Schuhe auch. Also das ist mein Ritual immer. Lieblingslied. Habe ich mich nicht so richtig ernst. Früher, wie ich jünger war und in der Disco viel fortgegangen bin, habe ich mir gedacht, ja, die Beautiful People, das war so ein Lied, ich weiß nicht, von wem das war, das ist ein richtig guter Scheim. Das ist eins von meinen Liedern, wo ich mir sage, das ist ein richtig gutes Lied. Oder 30 Seconds to Mars, Closer to the Edge, ist auch ein sehr, sehr gutes Lied.